So, da sind wir wieder. Wir wollten noch Feuerbälle vorbereiten. Hat er schon. Er hat normal und er hat nochmal einen Antigeisterspruch. Und dann gucken wir mal runter. Das müsste jetzt sein, Ebene 9. In die Ebene sind wir schon mal runtergesprungen, aber ich denke, hier werden wir jetzt woanders rauskommen. Die Fußspuren sind noch alle da. Sehr schön, sehr praktisch. Die sind echt irre praktisch. Es wäre echt toll, wenn die ewig da bleiben würden. Also wir müssen sie gar nicht mal durchgehend produzieren. Es kann ja ruhig reichen, dass sie irgendwann aufhören, da aufzutauchen, wo wir auftreten. Solange die alten auch da bleiben. Das ist eine ganz schön ruhige Etage. Was haben wir denn hier? Ein Blitzstrahl, Pünktchen, Schallwellen, Schneeflocke. Okay, aber unser Feuerball ist eigentlich auch ganz toll, also brauchen wir keinen Blitzstrahl. Aber vielleicht passt das noch ins Buch. Ja. Jetzt haben wir alle Runen bis auf die da. Wofür auch immer die ist. So, hinterlassen wir immer noch Spuren? Nein, nicht mehr. Oh, die alten sind immer noch da. Sehr schön. Das wurde vielleicht auch in diesem Mod gefixt. Also das Schwerste, dann war das Viereck, Yin-Yang, Schüssel mit Wassertropfen. Ach, hat nicht geklappt. Viereck, Yin-Yang, Schüssel mit Wassertropfen und Mana ist alle. Na gut, dann verbrat du auch ein bisschen Mana. Du auch. Noch mehr Licht. Das alles Training. So. Ja, er hat inzwischen, glaube ich, am meisten Mana, deswegen dauert das bei ihm auch ein bisschen länger. So. Und Schüssel mit Wassertropfen. Kann er immer noch nicht. Ja, Schüssel mit Wassertropfen. Was ist mit dir? Mach du mal eine Stufe niedriger. Also Viereck, Yin-Yang, Wassertropfenschüssel. Auch nicht. Viereck, Yin-Yang, Wassertropfen. Ah, na endlich. Oh, und die alten Fußstapfen sind inzwischen weg. Ah, ärgerlich. Also sie bleiben doch noch da, aber nicht allzu lange. Wir haben einfach zu viel geschlafen. Aber na gut, kann man nichts ändern. Das heißt, wir können die Fußstapfen nur einsetzen, wenn wir erstmal den Skill hoch genug haben und wenn wir in einer Ecke sind, wo wir wirklich uns total verlaufen haben. Was hier ja noch nicht so wirklich der Fall ist, denn die ganze Etage scheint ziemlich klein zu sein. Um nicht zu sagen, wir sind schon durch. Sieht ein bisschen so aus. Ja, hier ist nichts mehr. Naja, komisch. Ich will nicht wieder zurück in den großen Raum. Das muss nicht sein. Also irgendwo muss hier was versteckt sein. Was ist da? Willst du eine Goldmünze? Nö. Na gut, klopfen wir jede Wand einmal ab. Weil ich kann mir echt nicht vorstellen, dass die ganze Etage nur dafür da ist, dass wir eine Schriftrolle finden, wo drauf steht, wie man Blitzzauber spricht. Oder irgendwo ist ein Dreher, das könnte auch sein. So, und da geht es wieder hoch. Da ist ein Loch, na gut. So, Fußstapfen sind noch aktiv. Hier waren wir nicht. Ah, hier ist unsere erste unsichtbare Wand. Also man hört kein Klopfgeräusch und die Hand verschwindet. Das heißt, wir legen hier mal keine Fackel hin, sondern nehmen wir mal diese Gift-Darts. So, da ist eine geheime Wand. Schöne Sache. Jetzt müssten wir hier eigentlich auch nochmal Gift-Darts hinlegen, aber so viele haben wir gar nicht.
gut, der eine Dart soll reichen. So, und jetzt sollten wir hier eigentlich nochmal diese Fußstapfen machen. Also Viereck, Yin-Yang, Wasserschüssel. Und dann schauen wir uns mal hier um. Einer von euch sollte auch einen Feuerball vorbereiten. So. Ja, hier geht es definitiv weiter. Schöne Sache. Oh, was bist denn du für einer? Du hältst schon mal einen recht starken Feuerball aus. Und du hast Essen dabei. Sauber. Sogar richtiges Essen und nicht so ein Wurmzeug. Nirgendwo noch eine Wand. Also eine unsichtbare Wand. Noch mehr Essen. Schön, schön. Fackel, können wir auch mitnehmen. Scheint wohl so eine Art Vorratskammer hier zu sein. Oh, und was machst du? Hast du bestimmt irgendwo was aufgemacht? Nichts, was wir sehen könnten. Da kommen wir her. Hast du hier was aufgemacht? Oh, ich nehme einfach mal an, dass er den Bereich hier aufgemacht hat. Das haben wir hier ein. Feral ist tierisch. Ein tierisches Amulett. Und was macht das? Du gehst mal weg. Machst du was bei den Stats unten? 361? Nein. 802295. 802295. Oh, vielleicht macht das auch 10er Schritte. Gucken wir uns 10er Stelle mal an. 445456. 445456 ist genau das gleiche. Also noch ein Amulett, wo wir nicht. Noch ein Amulett, wo wir nicht wissen, was es macht. Hat vielleicht eine so neue Sonderfertigkeit bekommen oder so? Nö. Dann nehme ich auch lieber den hier. Da weiß ich wenigstens, dass das Rüstungsschutz bringt. Und das behalten wir einfach so im Inventar. Kann irgendjemand noch. Nee, bist überladen. Immer noch überladen. Hat nicht irgendjemand Hunger? Na gut. Also, hier war hoffentlich der Raum, den wir geöffnet haben, durch den kleinen Schalter. Das heißt, wir können jetzt hier wieder durch, gehen wieder zurück zu diesem langen Korridor und da müssten dann irgendwo unsere Giftbolzen liegen und dann gehen wir von da aus einfach auf die andere Seite. Denn wir sind bisher nur den Gang da lang gegangen. Also gehen wir jetzt mal hier lang. O-N-E, O-N-E. Ah. Das. Und hier ist ein Dreher. Eine Ratte, die sehr viel aushält. Und die droppt auch was zu essen. So viel zu unserem Nahrungsproblem. Das hat sich jetzt auch langsam erledigt. Und wir haben was zu trinken gefunden. So, du auch was trinken. Und du ganz viel auffüllen. So. Dich noch und dich noch. So, ja, es sieht langsam schon wieder besser aus. Wir haben ein neues Gebiet, das wir erforschen können, haben keinen nervig großen Raum mehr, wo wir zigmal im Kreis laufen müssen. Wir haben was zu essen, wir haben was zu trinken. Alles sauber. Und irgendwo kriecht hier ein Gegner rum. Sackgasse. Das heißt, es geht nur da weiter. Was bist denn du? Bisher hat er noch nicht angegriffen. Aber ich will ihn noch gar nicht dazu kommen lassen. Vielleicht hat er irgendwie eine Giftattacke oder so. So. Ist hier noch einer von denen? Nee, aber ein Loch, wo nichts drin ist. Noch ein Loch, wo nichts drin ist. Und noch ein Loch, wo nichts drin ist. Ja. Das ist ein bisschen auffällig.
Also vielleicht brauchen wir hier 4 Münzen oder irgendwas in der Richtung. Oh, ich höre schon wieder was rumtapseln. Noch jemand Mana? Nein. Der hat keine Angriffsanimation. Das ist ein komischer Kauz. Na gut. Noch ein Loch. Aber kein Schalter drin. Und ich habe mich langsam verlaufen. Aber es scheint alles noch neues Gebiet zu sein. Theoretisch könnten wir auch unseren Fußstapfen zurückfolgen. Was ich jetzt gern hätte, wäre ein kleiner Raum, wo wir die Tür zumachen können. Damit ich in Ruhe schlafen kann. Oh, Ratte. Ratte, die viel Schaden macht. Also die sehr viel Schaden macht. Ja, ich würde jetzt definitiv gerne schlafen. Aber hier einfach so irgendwo im Offenen zu schlafen, ist mir dann doch zu gefährlich. So, da haben wir schon mal einen Raum. Hoffen wir mal, dass da keine Monster drin sind und wir gleich wieder die Tür zumachen können. Sieht aus wie eine Sackgasse. Ist aber keine, sondern ist ein Gegner drin, der Feuerbälle schmeißt. Ah! Ach, nein. Und es darf keiner sterben, sonst müssen wir tierische Statverluste in Kauf nehmen. Ja, das war's mit der Folge. In der nächsten Folge lade ich den alten Speicherstand nochmal und wir werden wahrscheinlich nochmal eine recht nervige Sache machen müssen. Aber gut, kann man nichts ändern. Wir sehen uns dann gleich wieder.